Oder Terminator 3 Gemeinde. Wie heißt es da so schön klangvoll? Complete the mission. Bringt eure Mission zu Ende. Wenn ihr ein Tischler seid, baut ihr einen Tisch. Wenn ihr ein Fischer seid, fangt ihr einen Fisch. Und Gemeinde, wenn ihr eine gute Alte kennenlernt, dann wird ihr geheiratet. Face your fears. Sag mal, Gilde, du bist nicht allein in deiner Show. Du hast zwei Ministranten, denke ich, heißen die beiden Kollegen. Ja, es sind Auszubildende, deswegen nenne ich sie gerne Assistranten. Der eine Assistrant, das ist der Holy Sugar aus Brooklyn, New York. Der Holy hat früher in Brooklyn, New York sehr viel Hip-Hop-Musik gemacht, war einst DJ. Und das Interessante beim Holy ist, der Holy kann einfach nicht begreifen, wie der Leib Christi in seine kleine Hostie hineingehen soll. Und das Ganze klingt dann beim Holy immer in etwa so. Now party people, check it out. My name is Holy Sugar from Brooklyn, New York. All right, brothers and sisters in the house, man. And tonight we are talking about the Leib Gottes. All right, right on. Can I hear you? All right, brothers and sisters, tonight we are talking about the Leib Gottes. So can I hear you, brothers and sisters, say the Leib? Not bad. We tried it again. It's for God. The Leib. Party people. Now that's my kind of funky crowd in the house. Brothers and sisters, check it out. Tonight we are talking about the Leib Gottes. Okay, we are talking about the J-Man. We are talking Jesus in the house. And let me tell you something, brothers and sisters. Jesus, to me, is a pimp. Right on. He's a player, rhyme sayer. He's a big guy, strong guy. He's like 7'7". He weighs like 260 pounds. Jesus plays on the center spot for the Dallas Mavericks in the house. Forget Nowitzki. It's about Jesus. He does the dribble through the legs behind the back. L.U. Jamming ref. He's the man of the paint first time. You cannot say Jesus is a little low-fat hostia from the Czech Republic. No! Mein zweiter Assistent ist der Selim Dülay. Der Selim ist ein 2 Meter großer, spindeldürrer Perser. Hat früher Formation getanzt beim TSV Teheran. Ich wusste nicht, dass der Verein hier so populär ist. Und das Interessante beim Selim, der Selim versucht, deutsche Schlagertexte kirchentauglich zu machen. Und das Ganze klingt dann immer in etwa so. Jesulein, du darfst nicht traurig sein. Morgen ist Freitag und gibt's nur Fisch, kein Schwein. Aber bald kommt Samstag und dann zum Glück kommt die Wurst zu euch zurück. Selim, Holy, wir proben heuer wieder unser traditionelles Krippenspiel. Und ich möchte in diesem Jahr keine Diskussion darüber, wer von euch beiden den schwarzen König Melchior spielt. Ist das klar? Oh, Meister, bitte. Ich möchte so gern zum ersten Mal Kamel sein. Wir sind nur zu dritt, du Hirsch. Der Hirsch ist auch okay. Jetzt pass mal auf, Selim. Dion. Ich möchte genau von dir, dass du dieses Jahr zum ersten Mal den schwarzen König Melchior gibst. Ist das klar? Oh man, come on, you can't do that. He ain't black and I'm not playing a white guy. Was ist los mit dir, Effendi? Hast du gesagt, ich bin kein Pinballer? Jetzt geht's mal auseinander hier. Selim, Holy, was ist denn los, bitte? Entweder
Wir spielen dieses Jahr mit zwei schwarzen Königen. Oder du machst mir bis einschließlich 2020 den Ochsen. Ist es klar? Word. Und genau an dieser Stelle hören wir eine Stimme, die uns mittlerweile sehr vertraut sein dürfte, nämlich... Meine sehr verehrten Lassen Sie mich, danke. Es kann in Bayern immer nur einen schwarzen König geben. Und das bin ich jetzt und in alle Ewigkeit. Ihr Dr. Rüdiger Edmund Schäuber, Sternzeichen Jungfrau. Dankeschön. Und mit Cosmo Pilot geht es weiter. Und zwar am 7. April um 21.15 Uhr auf Pro7. Bis dann. Ciao.